Hallo, ich bin Jessica. Ich freue mich, mit euch heute die gedrehte Krähe zu üben. Ganz wichtig dafür sind gut vorbereitete Handgelenke, sprich die Handgelenke vorher erwärmen und mobilisieren. Wenn du wissen möchtest, welche Übungen dafür gut sind, schau dir doch das Video von der Krähe an. Da siehst du nämlich ganz genau, was du alles dafür im Vorfeld üben kannst, um dir Stabilität für deine Handgelenke zu holen. Jetzt starten wir mit der fortgeschrittenen Variante der gedrehten Krähe. Und dafür kommst du auf deine Matte. Setz deine Hände schulterbreit vor dir auf und kommst dann einmal auf die Zehenspitzen. Wir drehen uns mit unseren Knien in die eine Richtung und setzen dann die Hände noch mal ein Stückchen näher heran. Und ganz wichtig hierfür ist, dass du gleich deine Knie überhalb deines Ellbogens vorne positionierst und deine Hüfte überhalb des anderen Ellbogens positionierst, damit du richtig schön dein Körpergewicht gleichmäßig verteilen kannst. Auch hier ist es wieder wichtig, so ein bisschen Vertrauen in sich selbst zu finden. Und wir gehen da ganz langsam hinein, indem wir unser Körpergewicht nach vorne bringen, Knie und Hüfte ablegen und vielleicht auch erstmal überprüfen, ob wir einen Fuß heben können. Mal gucken, ob wir den anderen Fuß heben können. Und vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Du merkst schon, es gibt wieder Druck für deine Handgelenke. Und wenn du möchtest, von hier ganz sanft einmal versuchen, beide Beine zu lösen. So, und dann kommst du dann zurück, wenn es dir reicht. Handgelenke lockern und dann kannst du das Ganze für die andere Seite üben.